So, hallo zusammen. Hallo. Genau, wir haben gedacht, wieder ein Video zu machen. Wieder mal zusammen. Und in diesem Video möchten wir euch was vom Weihnachtsmarkt erzählen, das in Bella Vista stattgefunden hat. Und dazu gibt es natürlich wieder Videos und ein paar Bilder. Der Weihnachtsmarkt läuft anders da, wie bei uns, auf jeden Fall. Das Erste, was uns aufgefallen ist, kein Alkohol und keine Zigaretten. Wir hatten keine weihnachtliche Stimmung, weil die Temperaturen, die... Es nicht erlaubt. Und allgemein, wir checken es noch nicht, dass wir Weihnachten haben werden oder dass wir bald Weihnachten haben werden, ja. Und es ist für uns, die an die Kälte und alles, an diese Atmosphäre gewohnt sind, ist es für uns relativ schwer, da reinzukommen. Müssen wir jetzt ehrlich gestehen, genau. Weihnachtsmarkt selbst genau. Ging sehr in christliche Richtung. Genau, die Atmosphäre an sich, also das war nicht so laut und nicht so leise. Es wurden auch deutsche Lieder abgespielt, also deutschsprachige Lieder abgespielt. Spannend. Und ja, das Essen an sich, wir sind von Weihnachtsmarkt etwas anderes gewohnt, ja, also typisch dieses Deutsche. Hier waren meistens kleine Buden mit kleinen Fleischspießen und Burger, ja, hauptsächlich Burger. Schmeckt, ist okay, ist aber halt anders, als wir es gewohnt sind. Genau. Es gab eine Bühne, aber das kriegt ja dann alles gezeigt. Es gab eine Bühne, es waren verschiedene Gruppen oder ja, Vereine oder wie man das auch nennen kann, die etwas vorgetragen haben, gesungen, getanzt und ein Orchester war da und war ja relativ... von allem ein bisschen. Ja, von allem ein bisschen und ja, eigentlich ja, so ziemlich ruhig. Bei uns in Deutschland auf dem Weihnachtsmarkt, da geht es schon zur Sache. Also da ist ja, ist lauter. Ich sag mal so, ist lauter. Genau. So, es war angenehm. Genau, das war angenehm, ruhig. Es gab Tische, wo man sich zusammen hinsetzen konnte. Man hat auch andere Leute kennengelernt oder gewisse Leute, die man schon mal ja, gesehen hat, über den Weg gelaufen ist. Genau. Und die hat man dann dort getroffen. Man konnte miteinander sitzen, reden, essen. War schön, genau. Ist anders, war schön, genau. So würde man das erklären. Ja, ja, ein bisschen was von dem Grundstück, von dem Haus und das, was wir so gepflanzt haben, weil gewisse Leute haben uns angeschrieben und wollten es auch wissen, wie es abgeht. Also ich sag mal so, das, was wir bis jetzt gepflanzt haben, das geht ganz gut, also das wächst, es kommt. Aber diese Viecher, diese Ameisen. Die sind sehr fleißig. Wassermelonen von mir, die sind jetzt in Gefahr. Wir sind gerade dabei, die zu retten und es ist ein Kampf, also es geht ab. Genau, was wird am Haus jetzt noch gemacht? Am Haus, es wird jetzt eine neue Küche bestellt. Die wird jetzt nächste Woche vermessen. Und dann sind wir mal gespannt, was es wird. Genau. Und Strom, gell? Genau, mit Strom haben wir auch hier Schwierigkeiten. Und zwar durch die zwei neuen Klimaanlagen läuft das alles nicht mehr so schön rund. Und wir können nicht alle Räume gleichzeitig kühlen. Das heißt, uns fehlt der Strom. Strom ist hier an sich ein Problem und auf diesem Grundstück auch. Und da sind wir dabei, das zu regeln. Wir haben jemanden geholt, einen Elektriker, und der ist dabei, das jetzt abzuchecken. Wir kriegen einen Kostenvoranschlag und ich lasse euch dann wissen, was dieser Spaß uns mal wieder kosten wird. Genau. Wir wollten uns bedanken und zwar bei einigen Leuten, die uns hier in Paraguay ziemlich, ja, ziemlich eine große Hilfe sind und eine Hilfsstellung geben. Zum einen ist das natürlich Peter und Olga. Vielen Dank. Vielen Dank, weil ihr seid immer da. Gerade jetzt bei den wichtigen Sachen. Genauso Georg und Ina, ja, Michel.
Vielen, vielen Vielen, vielen Dank. Dank, genau, weil es ist, ja. Unser Papierkram macht Ina Genau, und und das ist uns ja ja, Pflege am Haus. Willi, coole Sache mit dem Rasenmäher. Vielen Vielen, Dank. vielen Dank, ja. Danke. Danke an Familie Klassen, Genau, die meinen Familie Kla Eltern helfen. genau, Familie Klassen, genau, jetzt wegen dem Container und wegen der Bürokratie bei den Eltern. Ja. Vielen Dank. Papa vermisst Waldemar sehr, extrem. Genau. Wir wurden mal im Kommentar gefragt, was wir für Lebensmittel ausgeben. Und wir haben 150 Euro geschrieben. Natürlich ist da Eisessen nicht dabei, hier ist Pizza nicht dabei, hier ist Restaurants nicht dabei, hier ist Ausgehen nicht dabei. Es ist nur Essen. Wir kochen sehr viel und pro Person 150 Euro kommen wir hin. Natürlich ist da jetzt auch Strom, Wasser und Internet dabei. Also diese Rechnungen, die sind jetzt mit inbegriffen in diese 150 Euro. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir sparen, eigentlich gar nicht. Aber 150 Euro braucht pro Person hier in Paraguay nur für Lebensmittel. Hallo Leute, kurze Nachricht, weil das gerade so frisch ist, weil es gerade so aktuell ist. Das ist so ein Moment, wo ich an meine Jungs, an meine Arbeitskollegen denken muss, an die, an die Halle, an die Maschine, an gewisse Leute wie Erwin, Dennis und all die anderen, die mir gesagt haben, dass ich das gut habe. Es ist Tatsache, es ist ein, ja, das ist so. Also jetzt, wenn man hier bei dieser Hitze, keine Ahnung, wie viel Grad wir haben, also es ist ziemlich warm. Ja, also du musst immer wieder einen Schluck Wasser nehmen, weil du gehst sonst kaputt. Genau, und ich habe ja gesagt, ich werde ehrlich sein, und das ist ein Moment, wo ich gewiss zurückblicke und sage, ey, ich habe es doch richtig gut gehabt, ich konnte mir Kaffee holen. Ich hatte zwar einen gewissen Stress, aber einen anderen Stress, ne? Und das gibt einem zum Denken auf jeden Fall. Also wenn man hier im Feld steht und versucht, den Acker hier sauber zu machen, damit wir den Zaun hier weitermachen können, es ist schon hart, auf jeden Fall. Also das gibt mir auf jeden Fall zu denken, Jungs. Also, da muss ich ehrlich sein. Und die Realität, die holt einen ein. Und wenn man dann hier steht und das live erlebt, ja, das ist hart, auf jeden Fall. Genau, ich wollte das nur mal kurz erwähnen, dass ich auch manche Sachen zugeben kann. Da, wo ich mich eventuell geirrt habe, dass ich mir vielleicht das Ganze zu leicht vorgestellt habe. Das ist Fakt.